Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wir spielen den Greedia-Modus. Ich habe euch ja schon den Greed-Mode gezeigt und der Greedia-Modus ist halt nur ein bisschen verändert. Aber ich werde hier auch ein bisschen restarten, da ich schon ganz gern ein besseres Item haben würde als das eben. Obwohl, das wäre ein HP-Upgrade gewesen. Das hier könnte man vielleicht mitnehmen, je nachdem, was gleich im Shop ist. Ja, der Greedia-Modus ist im Prinzip wie der Greed-Mode, nur dass man, ein bisschen schneller, glaube ich, die Zeit vergeht, beziehungsweise schneller neue Sachen, Gegner spawnen pro Welle. Und, Greed-Mode, der Greed hat sich ein bisschen verändert. All Stats Up ist schon mal schön. Nehme ich schon mal gerne entgegen. Außerdem haben wir eine Bombe und einen Schlüssel dazu bekommen. Sehr geil. Das heißt, wir sprengen den blauen Stein dort. Haben ein blaues Herz hier, das ist schön. Ich glaube, ich will das Item hier haben. Und wir setzen das Buch ein. Und besiegen mal. Oder spawnt bei dem Greedia-Mode alles schneller? Ich habe keine Ahnung. Sind wir jetzt im Greedia-Modus oder sind wir im Greed-Mode? Ich glaube, wir sind im Greedia-Modus. Aua. Shit, Okay. Da war doch noch einer, genau. Besiegen. Also der Greedia-Modus soll eigentlich nur ein bisschen schwerer sein als der Greed-Mode halt. Obwohl ich den Greed-Mode schon über alles hasse. Weil er einfach, mir ist das schon, ach Gott. Er ist eindeutig zu schwer für mich. Ich bin nicht gut in sowas. Vor allem, wenn ich unter Druck halt Gegner besiegen muss. Und nach einer Zeit einfach viel zu viele Gegner kommen, weil ich kein Damage habe oder so. Das ist halt, aua. Ist halt einfach schlimm für mich. Okay. Liegen. Aua. Mann, ich krieg zu viel Schaden. Das ist mein Problem. Ich will mich halt beeilen, aber ich krieg dann zu viel Schaden, weil ich mich beeile. Weil ich halt zu... nicht das. Müssen wir das mitnehmen? Zu übertrieben in die Gegner reinrennen will. Hallo! Na? Kriegen wir dich hin? Nicht kriegen wir easy hin. Ist mein Mikrofon an? Ja, mein Mikrofon ist an. Sehr gut. Oh Gott. Gerties! Little Gerties! Oh lol! Nein, die rote Spur. Oh Kacke. Okay. Okay. Ich will ein Herzchen. Ich habe kein Herzchen. Doch, da ist ein Herz. Oh Gott. Zum Glück. Wir haben jetzt zwar ein bisschen weniger Damage. Obwohl. Einsetzen. Ist es nur Last oder ist es noch... Okay, es ist noch Pin dabei. Okay. Aber das dürfte kein Problem sein. Pin ist easy. Hallo. Und Level Deal. Mit Krampus. Ist das dein Ernst? Aber wir haben guten Damage. Oh Gott. Ja, lol. Dass ich das gerade überlebt habe. Mit Krampus Head. Eigentlich will ich... Nee. Ich bleib bei meinem Book of Belia. Im Shop war auch nichts mehr Cooles. Das heißt, wir gehen weiter. Zack. Joa. Joa. Das ist an sich ein ganz cooles Item. Ich glaube, ich nehme es mit. Und das ist super schön. Mit dem Item hier können wir jetzt, wenn ich gut wäre, komm schon, ja, wir können halt, dieses Item macht Steine und alles kaputt, komm schon, hä, danke, Trinket. Sehr schön. Ja. Macht halt alles kaputt. Ist halt, mit Fliegen wäre es halt geiler, aber können nicht fliegen. Da könnten wir die Ebene überspringen, aber muss jetzt nicht sein. Ich rerollen mal. Denn eigentlich sind die Items hier nicht so geil. Das ist Ranger und das sind Trinkets. Das brauche ich auch eigentlich nicht. Auch nicht. Kommt schon irgendwas? Oh ja, Damage Up. Juicy Juice. Jesus Juice. Nehme ich gleich gern mit und wir brauchen eine Bombe.
Eine Bombe wäre ganz nett. Ich weiß gar nicht, ob das Item, was wir hier haben, auch Tränen abblockt oder halt Damage macht bei Gegnern. Das war knapp. Das war knapp. Okay. Also bisher kommen wir ganz gut klar. Aber wir haben auch guten Damage. Wir haben gute Tränen. Dafür, dass wir Judas sind, haben wir 3 Herzchen Leben. Das ist auch super. Oh, lol. Okay. Trollbomben. Oh nein, da bin ich voll in den Gegner gerannt, weil ich den Trollbomben ausweichen wollte. Und ich habe erstens nicht viel Geld. Und zweitens hatte ich gerade kein Leben. Heilige Scheiße. So, Buch einsetzen. Jetzt The Haunt erledigen. Okay, ja doch, das dürfen wir hinkriegen. Nur nicht in der Zeit. Holy shit. Wie wenig Zeit haben wir denn für den Boss, Alter? Ich glaube, das ist die Zeitverringerung. Ich weiß nicht, was da ist. Okay. Ich bin voll auf die Spur gelaufen. Aber es ist okay. Ich glaube, ich mache den Boss jetzt. Okay. Das sind annehmbare Bosse. Die können wir gut besiegen. Glaube ich. Wie habe ich mich denn da gerade durchgemogelt, Alter? Oh Gott. Spinnen, 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 Spinnen. Oh Gott. Aua. Leben, 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 Leben. Kein Leben mehr. Wieso hat er so viel Leben? Der hat doch sonst nicht so viel Leben gehabt, oder? Oh nee. Und noch ein Gegner in dem Raum hier, ey. Aber 2 Guppy-Items. Ich nehme... Oh Gott. Ich nehme das mit. Das mit. Okay. 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 Eieieiei. Das hier mitnehmen. Und einen Schlüssel mitnehmen. Da ist eine Bombe. Wieso liegt da oben eine Bombe? Lag die da vorher auch schon? Die lag da vorher doch noch nicht, ne? Oder? Lag sie da? Ich hab keine Ahnung. Zack. Den blauen Stein bitte kaputt machen irgendwie. Nice. Okay. Okay, wir haben jetzt keinen Schlüssel für den Itemraum. Aber ich glaube, das ist okay. Damit können wir leben. Ein Damage und HP-Upgrade. Damit können wir definitiv leben. Das heißt, wir gehen jetzt auch hier in den Zacki-Zacki-Raum. Bekommen 3 Bomben. Gucken nach, ob hier vielleicht der Geheimraum ist. Nein, ist er nicht. Wir gehen wieder raus und haben ein halbes Herzchen hier. Sehr schön. Mehr Trinkets tragen brauchen wir jetzt nicht. Unbedingt, würde ich jetzt mal meinen. Aber das ist die das erhöht die Fire Rate. Das würde ich gern haben. Ich mag Fire Rate. Wir haben ganz gutes Damage, also von daher ist alles okay. Wir haben guten Damage. Also, ja. Das ist auch ein schönes Item. Das nehme ich sehr gern mit. Dass, wenn wir eine Zeit lang uns nicht bewegen, dann... Moment, ich zeig's euch gleich. Dein Ernst. Ich zeig's euch gleich. Herz hier mitnehmen. So. Zack. Genau. Wir sind Stein. Und dann greift uns oder macht uns nichts mehr Schaden. Das ist ziemlich gut, wenn wir Begleiter haben, die von alleine schießen. Dann können wir uns nämlich einfach hinstellen, wir kriegen keinen Schaden mehr und unsere Begleiter machen das. Gibt's auf YouTube ein cooles Video, da hat jemand Hush besiegt, indem er Little Haunt, das heißt den kleinen Geist hatte. Und das Blatt hat sich dann halt hingestellt und Little Haunt hat Hush besiegt. Weil er stand als Stein links rum und in der Zeit und hat da halt gedartet. Ziemlich cool. Müsst ihr mal eingeben. Oder vielleicht verlinke ich das Video. Je nachdem, ob ich es vergesse oder nicht. Ich werde es definitiv vergessen, glaube ich. Oh Gott, Alter, was sind das denn für Räume hier? Okay, den haben wir. Jetzt noch den hier. Komm, nice. Was haben wir hier? Okay. Diese Dinger hier, ne? Diese Arschlöcher da. Die sind halt übel. Oh, lol! Aua. Aua, 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 Herzchen, Herzchen. Bekommt man im Guerilla-Modus vielleicht irgendwie ein bisschen weniger Geld oder so? Oder? Ach, ich glaube, wenn man getroffen wird, verliert man eine Münze, oder? Irgendwie so, das ist auch noch eine Schwierigkeit am Guerilla-Mode, glaube ich. Ich glaube es. Ich habe bei Holly nämlich auch gesehen, dass er immer, wenn er getroffen wurde, eine Münze verloren hat. Und sich dann gewundert hat, warum er kein Geld hat. Weil er sonst immer die ganze Zeit was aufgehoben hat. Deswegen ist es eigentlich sinnvoll,
kein Geld aufzuheben, oder? Aber ja, nee, haben wir nicht. Habe ich jetzt eine Münze verloren oder nicht? Ich weiß es nicht. Mann! Ist doch gemein hier! Holy shit, ey. Ich will erstmal den da oben besiegen eigentlich. Danke. So, jetzt gisch. Okay. Komm, 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 komm. Das kriegen wir hin. Wir haben noch ein halbes Herzchen, Alter. Okay. Fire Raid und Herzchen. Oh. Wir haben eine schöne Fire Raid. Jetzt haben wir eine schöne Fire Raid. Minus 4er Tier Delay. Das ist super. Ich glaube, niedriger können wir jetzt auch nicht bekommen erstmal. Außer vielleicht mit Zäumel, glaube ich. Oder Cancer? Cancer kann, glaube ich, auch noch verringern, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir eine schöne Fire Raid. Das heißt, wir brauchen keine Tiers-Up-Items mehr. Wir bräuchten noch ein bisschen Leben-Items. Weil wir haben nichts. Wir haben kein Leben. Ein bisschen Damage wäre natürlich auch noch super. Aber das ist eigentlich auch momentan noch ausreichend. Vor allem mit unserem Book of Belia. Aber Damage schadet nie, ne? Oh Gott, wieso werde ich immer mit sowas mal getroffen, Alter? Okay, komm. Nice. Vor allem gegen Ultra-Greetern, im Greedia-Modus, wird halt schwer. Könnte schwer werden. Das nehme ich mit. Wieso auch immer ich das mitnehme. Bin ich dumm oder so? Ich glaube schon. Alter! Da hat mich gerade unser Dings-Item fast umgebracht. Magic Mushroom! Huh! Ist das geil! Und durch Fangai haben wir noch eine Transformation bekommen. Bekommen. Ja, genau. Genau das. So, nehmen wir mit. Sprengen diese hier noch? Haben wir noch ein Herzchen bekommen? Das wollte ich sagen, genau. So, haben nochmal eine Münze dafür. Schön. Und spielen jetzt an ihm hier. Komm. Gib mir ein cooles Item irgendwie. Die Robe. Left Hand. Wäre eigentlich auch ganz nice, oder? Mitzunehmen. Okay, das ist nicht so geil. Two of Diamonds ist schön. Evil Up. Ich glaube, ich nehme die Left Hand mit. Hier haben wir das Ghost Baby. Ja, okay. Kann ich mitnehmen. Wir haben schön Damage, Alter. Oh, schön. Hiervon brauche ich eigentlich nichts. Obwohl doch, die Taschenlampe wäre eigentlich ganz geil, oder? Wäre ein schönes Item. Muss ich ja sagen. Oh Gott, wo kommst du denn her? Spawn noch nicht in mir. Okay, jetzt haben wir kaum noch Zeit, um. Also jetzt respawnen die Gegner ziemlich schnell. Okay. Und ich sehe keine Blutspuren auf dem Boden. Das ist ein bisschen problematisch. Fliegen wäre halt echt geil gerade, ne? Da war zum Beispiel eine Blutspur. Da war eine Blutspur, die ich nicht gesehen habe. Geh weg. Geh weg. Oh Gott, so viele ging. Wow, so viele Pickel. Oh Gott. Das ist gemein, das ist gemein. Ich will eigentlich kein Geld aufheben, weil wenn ich getroffen werde, verliere ich, glaube ich, Münze. Das will ich nicht. Oh Gott, letzte Welle. Oh Gott, das ist ein Kreuzschießvaginas. Okay, was haben wir hier? Stimmt, ich wollte. Ach, na, ich reroll. Das war eigentlich ein Item, was ich gerne mitnehmen wollte. Shit. Hä? Komm schon, gib mir bessere Sachen. Range Up wäre eigentlich. Nee. Die Spritze. Brauche ich auch nicht. Aber der Cube of Meat. Aber ich glaube, wir kriegen kein Geld mehr zusammen, oder? Doch, mit Two of Diamonds bestimmt. Mit Two of Diamonds bekommen wir bestimmt noch genug Geld. Komm. Den haben wir. Aua, da ist ein Gegner. Okay, den haben wir auch. Schön. Oh Gott, die Maske. Ist das dein Ernst? Und da oben war noch was. Was ist hier noch? Okay, der. Machen wir erst ihn hier. Okay, haben wir. Jetzt die Maske. Komm her. Komm her, Maske. Oh, lol. Als ob sie einfach wieder umdreht. Komm schon. Oh, die Maske ist so kacke, ne? Weil wir auch keinen Shot-Speed oder so haben, Alter.
Ja, wir bekommen das Item noch. Schön. Cube of Meat. Und Herzchen. Okay, wen machen wir jetzt? Okay, Double Dings Typ und Monstro 2. Ich bin genau in ihn reingelaufen. LOL! Wir haben noch keine Chance dagegen. Ist das dein Ernst? Er lebt noch? Okay, er springt. Oh. Wir brauchen mehr Damage. Eindeutig. Das sind schöne Damage-Items. Ich nehme das mit. Ich nehme das mit. Einmal dafür. Und wir sind Guppy, okay. Jetzt sind wir strong. Jetzt sind wir strong. Okay, wir haben noch eine Ebene vor uns. Ne, zwei. Zwei, glaube ich, noch, ne? Zwei? Haben wir zwei Ebenen? Ich glaube, zwei Ebenen. Und jetzt müssen wir halt erstmal auf Herzchen hoffen. Wir brauchen Herzchen. Das ist Shot Speed Up. Das nehme ich auch gern mit. Weil unsere Tränen fliegen halt echt langsam irgendwie. Judgment. Was haben wir hier? Dean. Kann ich gerade nicht gebrauchen. Weil ich habe keine roten Herzchen. Ich will die Bombe. Aber ich habe keinen Schlüssel. Scheiße. Ich gehe jetzt auch nicht in den Zacki-Zacki-Raum. Und... okay, eine Karte. Two of Clubs, das ist sehr geil. Das heißt, ich sprenge hier. Für ein blaues Herzchen, sehr geil. So, hier. Infested. Und ich spreng, glaube ich, erstmal oben. Die beiden hier. Für kein Geld. Scheiße. Okay, aber... ja, wir haben schön Damage. Wir haben schön Damage. Außerdem haben wir Spin von Guppy. Hive Mind wäre jetzt geil, oder? Hive Mind wäre jetzt geil. Was? Ah, lol. Da oben war ein Gegner. Scheiße, den habe ich gar nicht gesehen. Wo? Ah, okay. Haben wir alle? Ja, ich glaube, ich habe alle. Da ist noch einer. Okay. Okay, ihn dürfen wir auch easy packen. Oder die beiden. Ja, wir haben guten Damage, wir haben guten Damage. Alles ist gut. Wir haben eine gute Fire Rate, guten Damage. Alles fit. Hier sind noch irgendwelche, okay. So, jetzt brauche ich erstmal einen Schlüssel. Ich meine, sind die Items auch nicht so ganz geil, ne? Okay, Range Up. Range Up will ich noch haben. Könnten wir eigentlich ganz gut gebrauchen. Wenn wir getroffen werden, schießen wir Tränen in jede Richtung, glaube ich, macht das Item, ne? Okay, oh, Guppy ist super. Guppy rettet uns gerade den Arsch, weil wir so schön viel Damage dadurch machen. Oh, ist das geil. Hey, du tot. Der ist auch schon fast tot. Wow. Gimpy wäre eine geile Sache, aber das können wir nicht machen. Ja doch, wir haben 9 Leben, ne? Ich nehme es mal mit. Ich nehme Gimpy mit. Könnte dumm sein. Ist es wahrscheinlich auch. Wir rerollen nochmal. Item setzt Trinket-Effekte zweimal ein. Nein. Ich meine Karteneffekte und so verdoppelt den Effekt. Okay, jetzt brauchen wir Münzen. Scheiße. Ich habe gehofft, dass irgendein Item kommt, was im Angebot ist. Komm, droppen wir hier noch Münzen? Okay, nein. Ich glaube, dann reroll ich noch. Nein, wir sind Guppy. Warte mal, wir können fliegen. Bombe holen. Und vielleicht hier den Geheimraum finden. Nein, okay. Und dann reroll ich. In der Hoffnung, dass hier vielleicht gleich blaue Herzchen kommen oder ein gutes Item, was im Angebot ist. Blaue Herzchen und ein gutes Item, was im Angebot ist. Ich nehme das mit. Schön. Dann gucken wir nochmal hier rein. Zwei Schlüssel. Wir haben auch nur ein halbes Herzchen abgezogen bekommen. Sehr gut. Hat sich bisher gelohnt. Ja. Ach ja, wir haben eine Welle mehr, fällt mir gerade so auf. Wir haben anstatt 11 Wellen, 12 Wellen. An dem Automaten könnten wir spielen. Das Item könnten wir holen, weil das gibt uns Evil ab und dadurch ein schwarzes Herzchen. Was aber, glaube ich, gar nicht mal so geil ist. Das so nötig ist, das zu holen. Wir haben 18er Damage, Alter. Ja, komm, ganz schnell, ganz schnell. Oh Gott, respawn die hier. Ganz schnell, what the fuck. Respawn. Die respawnen übel schnell. Aua, von was wurde ich getroffen? Ich weiß es nicht, shit.
Okay, Double Greed ist hier noch, okay. Okay, zwei Ragmans. Okay, das ist weg immerhin, okay. Super schön. Ich glaube, ich hole mir das Evil-Up-Item. Damit ich noch hier die ganzen Sachen sprengen kann, weil es gibt mir Bomben. Und Bomben wären eigentlich gar nicht mal so schlecht. Komm, öffne dich doch mal, danke. Du auch. Danke. Aber, obwohl doch, wir holen es jetzt. Wir holen es uns. Zwei Trollbomben, ist das dein Ernst? Egal. Gut, wir sprengen mal. Ich glaube, die beiden... Komm, erwische ich die beiden eigentlich? Ja, okay. Wir haben Geld bekommen, zwei Münzen. Wow. Okay, jetzt müssen wir fertig machen. Beiden Bosse besiegen. Oh Gott, ist das dein Ernst? Ist denn mit dir falsch? Ich will ihn noch... Nein, ich wollte ihn als letztes besiegen. Ist das dein Ernst? Okay, dann machen wir es jetzt. So, die Engel? Ist das dein Ernst? Ein Engel? Wow. Das habe ich nicht erwartet. The Pact. Sehr schön. Damage, Tears Up und zwei Herzchen. Das ist schön. Ja. Auf zu Super Greed? Ultra Greed? Whatever? Ich glaube nicht, dass wir den packen, aber... Naja, wir haben gutes Damage. Sehr, sehr schönes Damage sogar. Wir haben Orbitals, die uns schützen. Hier setze ich unser Book of Belia noch nicht ein, denn wir haben keine Batterie sonst. Noch ein bisschen Geld. Okay. Und auf geht's. Erstmal Greed bekämpfen. Ultra Greed. Oh Gott. Okay, hier sind Herzchen und Geld. Ich will das Geld, danke. Nichts. Wow, okay, super, er spawnt nichts. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Aber wir machen super Damage, Alter. Es könnte auf jeden Fall was werden. Hätte ich... Okay, Gimpy hat uns ein Herzchen gedroppt. Das ist sehr schön. Ah, es ist sehr, sehr schön. Bomben, die unten hoffentlich explodieren und uns Geld sprengen. Nein, es war nur Fliegen. Spinnen. Okay. Upa. Okay. Ach, Kacke. Mein Geld. Oh Gott. Okay, komm. Nein, heil dich doch nicht. Ich hätte nicht mal Chancen, das kaputt zu machen. Komm, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich, wir haben ihn, wir haben ihn! Huh! A new pill has appeared, okay. Hallo? Was jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Aua! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Schießt Brimstone, okay. Okay, er springt! Hä? Ach, die explodieren! Oh, lol. Ach ja, wir haben ja... Scheiße. Okay. Blaues Herzchen. Okay, wir haben nicht mehr so viel Damage, denn wir haben kein Book of Belia. Aua. Oh Gott, Leute, ob das was wird? Ich weiß es ja nicht, du. Ich weiß es nicht. Wenn er weiterhin den Angriff macht. Ich habe halt noch nie gegen Ultra Greed in der zweiten Form gekämpft. Also noch nie den Greedier Mode gemacht. Ich habe ihn halt nur gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie man gegen ihn kämpft. Aber wir haben Guppy. Das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Das wird definitiv nichts. Ein goldenes Herzchen. Blaues Herzchen. Das ist schön. Okay. Muss mich konzentrieren. Okay. Oh. Oh Gott.
Ich hasse den Greed Mode. Ich hasse Ultra Greed. Oh nein. Ich hätte das Batterienbaby mitnehmen sollen. Als es da war und es nicht rerollen sollen. Ah. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, weil dann hätten wir hier Batterien bekommen können. Um unser Book of Belia wieder aufzuladen. Aber wir kommen hier eigentlich ganz gut klar. War da nicht eine Münze? Nein, spawn doch nicht deinen Schlüssel. Okay. Es kommt nur eine Welle an Gegnern. Okay, komm, dein Ernst. Oh Gott. Wenn wir von irgendwelchen anderen Gegnern getroffen werden oder davon, haben wir jedenfalls die Herzen, um uns zu heilen. Genau. Okay, wir haben ihn schon mal besiegt. Oh, ich schaff das doch niemals, Alter. Oh Gott, Brimstones. Oh Gott. Er haut auf den Boden, das ist super. Spawnt diese Dinger. Spawnt wieder welche. Okay. Wow, was für ein Radius hat das denn? What? Alter! Was für ein Radius hat das denn, die Explosion? Okay, ich muss halt komplett Abstand halten bei ihm. Alles klar. Oh, okay, Leute. Es wird nichts. Es wird nichts. Es tut mir leid. Aber wir haben Ultra Greed oder den Super Ultra Greed, whatever, schon mal gesehen. Aber ich glaube, ich brauche halt mehr Damage und mehr Leben bei ihm. Und muss ihn halt erstmal kennen. Ich weiß halt nicht, wie man gegen ihn kämpfen muss. Hab halt nie gegen ihn gekämpft. Aber ein paar Leben haben wir ja noch, ne? Ein paar Leben haben wir ja noch. Ich brauche mehr Herzen. Mehr Herzen, wenn ich gegen ihn antrete. Ich werde hier einfach viel zu oft getroffen, weil man sich auf so viel hier konzentrieren muss. Bei Hush geht das ja noch. Da musst du seinen Tränen ausweichen und angreifen. Aber hier musst du so vielen Dingen ausweichen. Diesen ganzen Münzen hier zum Beispiel, die... Oh Gott. So viel... Aua. Das war gemein. Das war sehr gemein. Aua. Diesen Tränen zum Beispiel ausweichen. So viele verschiedene Angriffsmuster. Und Hasch zum Beispiel hat einfach nur eins. Ein wirklich schlimmes. Tränen schießen. Wow. Da hat mich gerade der Cube of Meat gesaved wieder. Ich muss halt einfach nur auf die Lebensleiste achten, um zu gucken, ob ich ihn treffe oder nicht. Mehr muss ich nicht machen. Also gleich bei dem goldenen Ultra Greed. Okay. Oh, jetzt waren wir ein bisschen zu viele Gegner, du. Danke, okay, wir haben ihn. Habe ich überhaupt die Range dafür? Ja, habe ich. Okay. Er jumpt. Er jumpt. Wo ist er? Er jumpt, okay. Er jumpt schon wieder? Da ist er. Er ist schon wieder gesprungen, oh Gott. Oh Gott. Okay, komm. Konzentration. Oh Gott, er schießt. Laser, oh Gott. Was? Oh Mann. Das ist so ein kläglicher Versuch. Es ist so... Oh. Es ist so, muss das sein. Wisst ihr? So in der Art. Okay, haben wir? Hätte ich mehr Herzen, dann wäre ja alles wieder ein bisschen besser, aber ich habe keine. In den Nahkampf kann man bei ihm auch nicht gehen. Ach Gottchen. Meine Fliegen müssen halt gut Damage machen, ne? Das machen sie eigentlich auch. Herzen, oh Gott. Das haben wir zerstört, schön. Komm. Das war knapp.
Was auch immer mich da gerade gesaved hat. Komm, 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 komm. Ja gut, Ultra Greed an sich packen wir ganz einfach mittlerweile. Das ist ja eigentlich kein Ding. So viel zu dem Thema. Wow, ich bin so gut. Ich kann's nicht glauben, ey. Das ist unglaublich. Oh Gott. Die Explosionen bei Dings sind halt ein bisschen heavy, ne? Ich bräuchte halt irgendwie... Ich hätte Pyromaniac oder so. Das wäre geil. Oder den komischen Hut. Diesen komischen Hut. Wow. Wo es auch diese Gegner von gibt. Die unter dem Stein warten. Man muss warten, bis sie hochkommen, damit man sie angreifen kann und so. Also, ach. Der Hut, der schützt einen auch vor Explosionen. Oh, lol. Zerstören. Nein. So viele rote Herzchen liegen hier, ne? Hätten wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein D20 oder so. Oh, wäre das schön. Dann könnten wir so viele Sachen hier rerollen. Wahrscheinlich zu blauen Herzchen oder so. Oh, das wäre geil. Das wäre echt geil. Okay, komm. Den bekommen wir jetzt hier. Okay, okay. Okay, ihn haben wir. Schön. Konzentration. Nein, oh, ich denke, oh, dass sie, ich, ja, sie explodieren. Mann, wieso verbeile ich das immer? Aber jetzt ein blaues Herzchen. Immerhin etwas. Geh weg von meinem Geld. Haben wir mehr Münzen als vorher? Warum ist hier so viel Geld gedroppt? Hm, ist eine gute Frage, würde ich sagen. Und wir haben ein blaues Herzchen von Gimpy bekommen. Das heißt, wenn wir hier nicht getroffen werden, können wir einmal getroffen werden bei dem goldenen Super Greed, bei der zweiten Form. Ja, komm. Spawn deine Gegner ruhig. Die kann ich ab. Oh Gott. Und Dark Bam, Alter. Wie geil wäre jetzt Dark Bam, Alter. Der würde hier uns gleich einfach 50.000 blaue Herzchen spawnen. Wir würden nie wieder sterben. Oh, wie geil das wäre. Oh Gott. Ich wurde gerade einmal getroffen. Na, ich kann noch einmal getroffen werden. Einmal kann ich noch getroffen werden. Ach Gottchen. Komm, komm, komm. Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Wir bekommen ihn gleich. Also den normalen Greed. Aber den haben wir jetzt auch, glaube ich, schon zu oft besiegt. Er darf nur keine Tränen schießen, Alter. Wenn er springt und so, ist das vollkommen okay. Nur Tränen schießen wäre halt dumm. Oh, schön. Ach, der spawnt das ganze Geld. Ist das cool. Er hat sich geheilt. Nein. Oh, shit. Nein. Oh, Gott. Das habe ich gerade nicht erwartet. Nein, ich... Oh, Mann, das sieht ihr... Gott, dass die Tränen explodieren, das ist so abgefuckt. Warum macht man sowas? Ey, wir haben nur noch das Herz, das Leben von Guppys Collar. Mehr haben wir nicht, Leute. Ey, das wird nichts. Das wird nichts. Unser letzter Versuch. Außer Guppys Collar. Ja. Okay, Leute. Oh Gott, was ist das? Ist das schlimm? Das ist übel schwer. Das glaubt ihr gar nicht, ey. Das ist übel schwer. Holy shit. Na, ah, naja, okay.
Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, Leute. Wir haben das erste Mal Ultra Greedy Ja gesehen. Heißt er Ultra Greedy Ja? Ich weiß es nicht. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.